Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview hier auf Politik Spezial. Mein heutiger Gast war Polizeibeamter. Er ist nun Bestsellerautor, er ist Sicherheitsexperte und ich begrüße ganz herzlich Stefan Schubert. Hallo Stefan. Hallo, grüß dich. Hallo Helmut. Stefan, ich möchte gerne einsteigen mit der Schlumpfgeschichte. Da hatte eine Schülerin in Mecklenburg-Vorpommern ein TikTok-Video hochgeladen. Und die Aussage des TikTok-Videos war, ja, die Schlümpfe sind blau und Deutschland wählt blau. Und daraufhin hat der Schulleiter sie bei der Polizei angezeigt oder gemeldet. Wegen, ja, wegen was? Ja, was soll das für ein Straftatbestand sein? Du als ehemaliger Polizeibeamter, wenn du so eine Meldung bekommen hättest, dein Telefon auf der Wache geht, wie hättest du dich da verhalten? Ja, das ist, glaube ich, auch noch mal ein Skandal im Skandal. Man fragt sich, was mit der heutigen Polizeiführung los ist. Ich meine, ich frage mich das nicht mehr, ich weiß es ja. Aber wie kann man so einen Einsatz annehmen? Wie kann man einen Anruf von einem Schuldirektor entgegennehmen auf der Leitstelle, der eine 16-Jährige, eine Minderjährige, eine ihm anvertraute Schülerin denunziert für ihre politische Meinung und dann drei Polizisten losschicken? Wie kann ich das auf der Leitstelle machen als Vorgesetzter? Wie kann ich mich dafür hergeben? Und ich glaube, das ist das der unrühmliche Tiefpunkt einer Entwicklung, die mindestens seit 2015 angefangen oder noch länger extreme Säuberungswellen bei der Polizei, linksgrüne Männer, die das passende Parteibuch haben, werden dort auf hohe Stellen gesetzt, Experten, unabhängige Leute mit Rückgrat werden aussortiert und dann kommt so ein Skandal zustande, wie wir jetzt gerade erleben müssen. Jetzt kam ja auch die Meldung, dass Polizeibeamte, die Mitglied der AfD sind, aus dem Dienst entfernt werden sollen. Was hat denn das noch mit Demokratie zu tun? Also was passiert da gerade? Was passiert da gerade in Deutschland und vor allen Dingen auch bei der Polizei? Es hat ja nichts mit Demokratie zu tun oder Kampf gegen rechts. Es geht um den Machterhalt der Parteien, links und grün, die ihre Fälle schwimmen sehen, die natürlich die Meinungsumfragen sehen, die ja zum Teil noch von ihnen selbst in Auftrag gegeben worden sind, auch noch mit entsprechenden Fragestellungen suggeriert. Also in Wirklichkeit dürften die Wahlausschläge noch deutlicher sein. Und um halt den Unmut in der Bevölkerung, den Unmut bei der Polizei zu unterdrücken, werden immer größere Repressionsapparate aufgebaut. Und das erinnert mich an dunkle Geschichten in unserem Land, obwohl man ja auch Corona-Diktatur gar nicht mehr sagen darf, wie Herr Haldenwang sagte, das würde schon ausreichen, um als Staatsfeind gelistet zu sein. Man fragt sich auch, was mit den anderen Politikern in Berlin los ist, ein Friedrich Merz, ein Christian Lindner, dass die dort nicht mal auf den Tisch hauen und Nancy Faeser und auch Lisa Paul von den Grünen in ihre Schranken weisen. Lass uns noch mal kurz auf das 16-jährige Mädel zurückkommen. Also man muss sich das vorstellen. Das Mädchen sitzt im Unterricht, die Tür geht auf, drei Polizeibeamten holen sie da aus dem Unterricht raus, führen sie ab und machen dann eine Gefährdeansprache gemeinsam mit dem Schulleiter, ohne die Eltern zu informieren. Das Mädchen soll wohl einen starken Charakter haben, aber trotz allem ist sowas ja unglaublich unangenehm, peinlich und ja, löst mit Sicherheit auch in der Psyche des Mädchens etwas aus. Könnte dieses Mädchen gegen die Polizei in irgendeiner Weise vorgehen, gegen dieses absolute, ja, nicht verhältnismäßige Verhalten? Er hat sie natürlich schlechte Karten. Wer weiß, wie diese Apparate ticken, wie abgesichert sie sind von der Politik, von der Justiz. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Der Innenminister und der Polizeipräsident haben sich ja schon hinter die Polizei gestellt. Und ich habe es gerade auf meinem Telegram-Kanal gepostet, Schubert's Lagemeldung. Ich habe dort einen eigenen Nachrichtenkanal, wo ich auch immer Nachrichten analysiere und so einen kleinen Podcast habe. Es gibt noch jetzt noch eine neue Entwicklung, wenn man so will. Es wurden jetzt aus der Akte, es gibt schon eine Akte der Polizei internas über die Minderjährige an die Medien durchgestochen, dass es angeblich weitere Bilder gibt von der 16-Jährigen. Sie haben das dann gleich, also sie hat eine Modemarke getragen, Helly Hansen, die zum Beispiel auch, die Bild hat das, glaube ich, heute gepostet, oder nee, ich glaube Julian Reichelt, Manuela Schleswig hat die auch gepostet, als sie mit Olaf Scholz ein LNG-Terminal eingeweiht hat. Also Helly Hansen, eine
Eine Automarke, die gerade im Trend ist, die als Logo HH hat. Und die Medien probieren jetzt daraus, Heil Hitler zu basteln, um irgendwie diesen Skandal davon abzulenken und die 16-Jährige weiter einzuschüchtern. Also der Skandal geht immer weiter, anstatt man sagt, wir haben uns verrannt, wir entschuldigen uns, es liegt nichts vor, es ist unangebracht, unverhältnismäßig gewesen, wird jetzt noch probiert, das Leben dieser 16-Jährigen nachhaltig zu zerstören. Und das, wo sie eigentlich nur ja ihre Sympathie für die AfD gepostet hat. Und natürlich wird es ja im Rahmen der Landtagswahlen auch AfD-Werbung im Fernsehen geben. Das ist denn ja nicht zu nehmen. Also es ist eigentlich ein Werbeclip für die AfD und das zieht einen solchen Rattenschwanz nach sich. Und du meinst tatsächlich, dass sie die Eltern da nichts gegen unternehmen können? Tja, sie stellen es ja so dar, natürlich, wie wir es alle kennen, mit den großen Schlagworten. Wir wollen sie schützen, wir wollen sie vor einer Gefährdung, vor einer Gefährdung wahren. Das muss man sich mal überlegen. Eine Gefährdeansprache ist ja auch gesetzlich geregelt in den meisten Bundesländern, nur bei schwersten Gewalttaten eigentlich vorgesehen. Bei Islamisten, die so nach dem Motto sich 3 Kilo TNT im Internet angeschaut haben, dann sollte der Staatsschutz mal ausrücken und sagen, wir haben euch im Blick. Wenn ihr was macht, kriegt ihr eine hohe Haftstrafe. Dafür jetzt eine Gefährderansprache da, nicht um 16-Jährige mit einer politischen anderen Meinung einzuschüchtern. Und das zeigt, dass dieses Koordinatensystem ja völlig aus den Fugen geraten ist oder besser gesagt gebracht worden ist, ganz gezielt von der Politik und auch ihren Medien, während wir ja Schlagzeilen haben von einer Gewaltwelle an den Schulen, wir schwere Gewalttaten haben, Mordtaten an 16-Jährigen, an kleinen Mädchen, anstatt dass diese Intensivtäter eine Gefährderansprache bekommen und ihre Eltern und ihnen sagen, was ist denn los mit ihren Jungs, dass sie das anderen Kindern antun, werden jetzt 16-Jährige drangsaliert. Also man kommt aus dem Kopfschüttel nicht mehr raus. Ja, und das Schlimme ist ja, dass über viele Taten, selbst hier in meiner Heimatstadt, die erscheinen gar nicht mehr in der Presse. Also wenn hier ist neulich wieder rumgeschossen worden mit einer Pistole und so weiter, das wäre in früheren Jahren, wäre das wahrscheinlich in der Tagesschau gelandet. Und solche Sachen und Messerattacken, Hammer, mit dem Hammer hat man hier jemanden erschlagen vor ein paar Monaten. Das liest man gar nicht mehr in der, hier in der Lokalpresse vielleicht, aber in der überregionalen Presse sind solche Sachen überhaupt nicht mehr präsent. Du hattest auch ein Buch geschrieben mit Udo-Ulf Kotte und das Buch, das hieß, wo habe ich es? Grenzenlos kriminell. Grenzenlos kriminell, genau. Das war, wann hattest du es geschrieben? 2016, meine ich, ne? Das war direkt, ja, eigentlich als die Masseneinwanderung völlig losbrach über Deutschland, haben wir das Buch geschrieben, hatten dazu noch Geheimnisinformationen, interne Lageanalysen. Das heißt, die Politik wusste ganz genau, was passiert. Die Politik wusste ganz genau, welche Kollateralschäden dies bei der Bevölkerung hinterlassen wird. Das alles ist in diesen Lageeinschätzungen zu lesen und das haben wir auch in diesem Buch verarbeitet. Und man hat sich ja dann darauf ja, festgelegt, dass man nicht über diese schwersten Gewalttaten, islamistische Terroristen oder halt Gruppenvergewaltiger spricht, sondern man thematisiert dann, dass das den Falschen, den Rechten nützen würden und versucht dann die Kritik entsprechend, wie wir es alle kennen, auch seit Corona natürlich auch. Jeder, der sich kritisch äußert zu dieser Politik, läuft Gefahr, sofort als rechtsextrem diffamiert zu werden. Wie siehst du denn die Lage in Deutschland zurzeit? Ist es schlimmer, als ihr damals prognostiziert habt, du und Udo-Ulf Kotte? Oder denkst du, naja, so schlimm ist es nicht gekommen? Also wir sind ja mittendrin in dieser Entwicklung, die ist ja jetzt nicht zu Ende. Und es ist genauso schlimm gekommen, wie wir erwartet haben. Und das ist ja auch kein Hexenwerk, das vorauszusagen. Man kann ja einfach in Länder gucken, in unsere Nachbarländern, die diese Einwanderung aus ganz bestimmten Ländern ja auch mit einer kulturellen Hintergrund schon hinter sich haben. Frankreich, England, wo sie viel weiter fortgeschritten ist. Die Niederlande auch im Moment versinkt in eine Gewaltwelle mit Bombenanschlägen. Die skandinavischen Länder haben längst Migrationsnotbremse gezogen wegen Bombenanschlägen, Panzerabwehrraketen, die in Wohngebieten abgefeuert werden. Das findet alles statt, jeden Tag. Und wenn man nicht endlich
die Grenzen und die Bürger schützt, dann wird sich das jeden Tag weiter aufschaukeln. Stefan, kannst du dahinter einen Plan erkennen? Es gibt ja mehrere Pläne. Also es gibt ja den UN-Migrationspakt, der diese Einwanderungswelle, tja, bestimmt, befürwortet und als Leitlinie geht. Es gibt internationale Netzwerke, die das befürworten. Es gibt eine Asylindustrie, auch ein gutes Buch von Udolf Kotte noch dazu. Es gibt ja die Grünen, die eng mit denen auch verknüpft sind, die sich jetzt ja selbst gegen so minimal Sachen wären wie eine Bezahlkarte für Asylbewerber, damit das Geld nicht mehr direkt ins Ausland überwiesen werden kann, zum Beispiel. Also es gibt mehrere Faktoren, die da aufeinandertreten. Und das, was passiert in Deutschland, das ist kein Zufall, sondern die gesamte Entwicklung von mehreren Netzwerken, was wir hier sehen. Könntest du die Netzwerke benennen? Ja, also einmal UN-Migrationspakt, dann haben wir natürlich diese großen Soros-NGO Wasserkopf, die ja mit ihren Schiffen im Mittelmeer sind. Wir haben ihre parlamentarische Hintermänner, wie die Grünen, wie die Linken, die sie ja zum Teil unterstützen, Millionen Spender, große Stiftungen und den grünen Zeitgeist, der sich ja sowieso kritisch gegen Nationalstaaten, gegen einzelne Länder richtet und das alles zusammengenommen, ergibt sich dann das, was wir jeden Tag auf Deutschlands Straßen sehen. Hast du schon darüber nachgedacht, auszuwandern, so wie es viele Deutsche machen? Ja, meine Frau fragt mich immer wieder, wo wir hingehen, wenn es so weitergeht. Und natürlich hat man sich schon Gedanken gemacht, ob man geht, wohin man geht. Hab das bis jetzt immer vermieden. Lebe noch gerne in Deutschland und hoffe, das bleibt auch so. Aber schauen wir mal, wie der Kaiser sagen würde. Bald kommt ein neues Buch von dir raus. Worum geht es in diesem Buch? Oh, das ist noch ein bisschen früh. Das dauert noch so 6, 7 Wochen. Das ist jetzt gerade im Lektorat. Dann komme ich gerne wieder. Aber das bitte hat auch zum Hintergrund auch den UN-Migrationspakt und globale Eliten, globale Netzwerken, was sie in Deutschland anrichten und warum sie das anrichten. Alles andere, dann komme ich gerne später nochmal wieder. Stefan, als Polizeibeamter bist du ja auch ausgebildet in Selbstverteidigung und in Kampfsportarten, nehme ich mal an. Was rätst du unseren Zuschauern? Viele haben Angst, abends ja die Bahn zu benutzen, sich nachts in irgendwelche No-Go-Areas dort aufzuhalten. Was rätst du da? Wie kann man sich da vorbereiten? Es ist natürlich schwer pauschal zu sagen, weil es natürlich einen Unterschied macht. Ist das ein 16-jähriges Mädchen, eine junge Frau, ist es ein 80-jähriger Mann? Das kommt auf die Situation an. Aber natürlich muss man sich also erstmal schon mal mit den Gedanken auseinandersetzen, wie verhalte ich mich, wenn ich angegriffen werde, wenn ich in eine Notsituation komme? Was habe ich selbst für Möglichkeiten körperlich? Wie werde ich reagieren? Verteidige ich mich? Brauche ich was für Verteidigung? Es gibt ja, ich sagte, das, was man auf jeden Fall haben sollte, ist so ein kleines Pfefferspray. Gibt es ja zum Teil am Kiosk zu kaufen. Ich habe im Kanal auch immer mal vom Kopfverlag auch ein großes Sortiment im Bereich Selbstverteidigung, die ich da mal vorstelle. Von Pfefferspraypistole bis kleinen Schlagstock. Das ist immer abhängig davon, wie ich ausgebildet bin, wie die Situation ist. Aber natürlich zeigt es, gerade wenn es um Stichwort Vergewaltigung geht, dass Gegenwehr sich immer lohnt, dass man nie aufgeben sollte, dass man kämpfen sollte, das ist meine Überzeugung, sich immer wehren sollte, um Hilfe rufen, Leute gezielt ansprechen, zu helfen. Man kennt das ja, dass viele Leute auch in der Bahn weggucken, weil sie an selber Angst haben. Gezielt ansprechen, helfen Sie mir, ich werde bedroht, ich werde belästigt. Und eine größere Öffentlichkeit darstellen. Was hältst du von diesen extrem lauten Taschensirenen? Ist auch gut. Also alles, was Krach macht, ist immer gut, weil es natürlich diese Übeltäter abschreckt, weil es Aufmerksamkeit erzeugt. Ein Taschenalarm ist auch eine Möglichkeit. Wie gesagt, es kommt immer auf die Situation an. Ich stelle mir das jetzt gerade ein bisschen schwierig vor. Nehmen wir an, ein 16-jähriges, 17-, 18-jähriges Mädel trifft da auf eine Gruppe von 5 Leuten. Wie soll die sich wehren? Das ist ja, was ich sagte, es kommt immer auf die Situation an. Das kann man jetzt am Schreibtisch so sagen, so, ja, sie soll sich wehren und so.
Das Beste ist, dass man immer auf sein Bauchgefühl auch hört, auch im Vorhinein. Das heißt, wenn ich von Weitem schon sehe, da steht eine Fünfergruppe junger Männer, die mir ungeheuer vorkommen, die mir nicht geheuer vorkommen, die ich, von der ich schon Angst habe, wo ich ein schlechtes Gefühl habe, dann drehe ich mich um und gehe in eine andere Richtung oder ich halte einen Taxiansteig ein oder ich gehe in ein Geschäft, wenn eins da ist. Das heißt, man sollte auf seine innere Uhr hören, wirklich auf sein Bauchgefühl und zu sagen, das ist mir nicht geheuer und dann auch nicht davor zurückschrecken zu sagen, nee, oder ich steige an dieser Bushaltestelle nicht aus, da lungern mir komische Gestalten rum, dann fahre ich lieber weiter, steige die nächste aus und gehe ein Stück zu Fuß zurück. Also man hat das zum Beispiel auch gesehen bei diesem Kölner Sexmob, der Silvester stattgefunden hat, dass viele junge Frauen gesagt haben, als sie schon zum Kölner Dom gefahren sind, in den S-Bahnen und in den Bussen, hatten sie schon ein schlechtes Gefühl, weil dort bestimmte Männergruppen schon sich völlig daneben benommen haben. Und hätten sie auf ihr Bauchgefühl gehört und hätten gesagt, nee, das ist mir irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Ich steige dort nicht aus, ich gehe woanders hin und wenn ich zu Hause feiere, also ich will denen jetzt keine Mitschuld geben an diesen Vorkommnissen, aber das ist das, was ich meine. Hört auf den innere, auf das innere Bauchgefühl und handelt auch danach. Glaubst du, dass sich was ändert durch die Wahlen, durch die drei Landtagswahlen in diesem Jahr und durch die Bundestagswahl im nächsten Jahr? Glaubst du daran, dass ja eventuell die AfD dort in Regierungsverantwortung kommt und sich dann diese ganze Politik in Deutschland ändern könnte? Ich fürchte nicht, nein. Also wenn man sich die Bundestagswahl anguckt, dann sieht es ja danach aus, dass wir einen Friedrich Merz als Kanzler bekommen und der sich dann aussucht, ob der mit der SPD oder mit den Grünen eine Koalition eingeht. Also ich befürchte, es geht genauso weiter. Es geht weiter. Die AfD wird im Osten stark sein. Die CDU macht jetzt vor den Wahlkämpfen, was sie immer macht. Sie verspricht den Leuten irgendwie Migration zu begrenzen und irgendwie ein neues Kulturleitbild zu verbreiten, wie das ist für mich eine Wählertäuschung. Man hat es in Berlin gesehen, der Wegner dort, der Bürgermeister, was hat er vor den Wahlen alles versprochen, diesen Aufruhr verursacht, weil er die Vornamen der deutschen Silvesterrandalierer erfahren wollte. Und im Endeffekt gibt er jetzt mehr Geld für linke NGOs und Migrations-NGOs aus, als Links-Grün es vorher getan hat. Also mit dieser Politik ist, glaube ich, keine Wende zu erwarten. Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Sehr Freue mich auf gerne. dein neues Buch und wenn es rausgekommen ist, können wir uns gerne nochmal zusammensetzen und über die Inhalte sprechen. Ich danke dir. Das machen wir gerne. Dankeschön. Liebe Zuschauer, Ihnen auch ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse, fürs Zusehen. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, lassen Sie ein Like da. Ja, aktivieren Sie die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Und bitte schauen Sie sich auch unser Magazin an, unser Politik-Spezialmagazin. Mit einem Abo können Sie unsere Arbeit hier unterstützen. Ich danke Ihnen ganz herzlich und sage bis bald.